Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wrestler-Profil und heute machen wir Dave Bautista, aka David Michael Bautista Jr. Ja, einen inaktiven Wrestler kann man zu dem Zeitpunkt sagen. Ja, und auch natürlich einen großen Namen natürlich. Am 18. Mai 1969 ist er geboren, er ist 47 Jahre alt, kommt aus ist in Arlington, Virginia geboren und ist 1,96 Meter groß. Im Mai 2002 kam er als Deacon Bautista als Leibwächter von Devon Dudley in die WWE und nach ein paar Monaten haben sie sich auch wieder getrennt und hat er dann wieder einen Singles-Run gehabt und genau. Im Januar 2003 gründete Bautista zusammen mit Triple H, Randy Orton und Ric Flair das Stable The Evolution und fehlte in der Zeit zum Beispiel mit Goldberg, Shawn Michaels. Mit Ric Flair wurde er sogar WWE World Tag Team Champion und so weiter und so fort. Und im Jahr 2004 war er halt auch mehr als Helfer von Triple H mehr bekannt, kann man so viel sagen. Also nicht so irgendwie, wo er wirklich gepusht war. Also er wurde immer mehr rangeführt zum Top Guy, aber er war halt immer noch so der Helfer von Triple H, was sich dann im Jahre 2005 geändert hat, denn er gewann den Royal Rumble 2005, hat daraufhin, ja, natürlich ein WrestleMania WWE oder World Heavyweight Title Match erarbeitet und, ja, hat er natürlich die Wahl, okay, geht er jetzt gegen Triple H, geht er gegen JBL, den damaligen WWE Champion und hat auch immer wieder angeteased, dass es JBL sein könnte, letztendlich hat er sich für Triple H entschieden, gegen ihn er bei WrestleMania 21 wrestlen wird im Main Event, was er dann auch letztendlich gewinnen konnte. Gegen Triple H und World Heavyweight Title, daraufhin gab es auch die Auflösung von Evolution so ziemlich, also daraufhin waren dann nur noch Ric Flair und Ric Flair und Triple H, genau. Ric Flair und Triple H natürlich dann noch die letzten beiden Verbliebenen. Genau, so viel kann man auch noch sagen. Natürlich Randy Orton gab es auch natürlich, aber der ist ja schon seit 2004 draußen gewesen. Evolution hat ja auch zu dem Tag auch eine kurzzeitige Fehde mit Rock und Mankind gehabt, was aber, das sieht so aus, als wäre es gefühlt der Brainbuster, aber es ist ja natürlich nicht der Brainbuster, was sie aber gewonnen haben, kann man so viel sagen. Gott, warum konnte der alles? Ist auf einmal besser als Bautista. Ist ja krass. Ja, daraufhin hat er den Titel auch noch bei den nächsten Pay-Per-Views verteidigt. Bei Vengeance gab es dann auch noch das Hell in a Cell Match, was Bautista ebenfalls gewinnen konnte nach Hell in a Cell. Oder beziehungsweise nach Vengeance eher gesagt. Ist er dann zu SmackDown gedraftet, wo er dann eine Fehde hatte mit JBL und Eddie Guerrero. Er verletzte sich im November 2004 schwer. Jedoch hat er trotzdem weiter gewrestelt. Hat er mit Rey Mysterio ein Tag Team gewinnt, wurden dann auch WWE Tag Team Champions von MNN. Haben die Titel aber in einem Steel Cage Match wieder verloren, als Mark Henry reinkam und Bautista attackiert hat, denn Bautista hatte sich im Januar 2006 sich wieder verletzt und musste daraufhin auch den Titel vakantieren. Er wollte sogar weiter wresteln, also ihm war die Verletzung egal, er wollte weitermachen, jedoch hat das haben die WWE offiziell gesagt, nee, du nimmst jetzt eine Auszeit, du musst dich jetzt wieder regenerieren und so weiter und so fort und das hat auch Bautista letztendlich gemacht, wurde dann auch operiert, hat sich den Tripsitz gerissen und genau, daraufhin kehrt er dann im Juli 2006 wieder zurück, sollte eigentlich eine Fehde mit Mark Henry haben, bei Great American Bash sollten die ursprünglichen Match haben, jedoch ist es dazu nicht gekommen, denn Mark Henry hat sich vor dem Match sich selber nochmal, also hat sich halt vor dem Match sich verletzt und daraufhin konnte das Match nicht stattfinden. Daraufhin hat er dann eine Fehde gehabt mit Booker T, die dann lange ging, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er noch gegen Booker, wo es dann beim SummerSlam zum ersten Match kam, was Bautista, soweit ich weiß, via DQ gewonnen hat, aber der Titel wechselt ja nicht. Booker T war zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch der World Heavyweight Champion, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Bei The Survivor Series 2006 konnte er dann letztendlich den Titel von Booker T gewinnen und bei Armageddon 2006 hat er sich dann mit Cena zusammengetan gegen Finlay und King Booker gewonnen. Genau. Oh, scheiße, wollte ich jetzt Bier sagen.
Beim Royal Rumble besiegte er dann Mr. Kennedy um den World Heavyweight Title Match. Bei No Way Out hat er sich dann zusammen mit dem Royal Rumble Sieger 2007 Undertaker zusammengetan gegen, also es war quasi SmackDown vs. Raw World Title Match, weil Shawn Michaels tritt ja gegen John Cena bei WrestleMania 23 um den WWE Titel an und Achso, zurück zum Mischen. Okay, daraufhin hat dann Vince McMahon Match festgesetzt zwischen Undertaker und Batista gegen John Cena und Shawn Michaels. Das haben dann John Cena und Shawn Michaels gewonnen, denn Batista ist während dem Match gegen Undertaker geturnt. Daraufhin gab es die Fehde weiter zwischen den beiden, was dann letztendlich ja auch dazu kam, dass es dann bei WrestleMania 23 das Match gab, was Batista verloren hat via Tombstone Piledriver, und damit hatte der Undertaker zu dem Zeitpunkt die Serie gehabt auf 15-0 fortgesetzt. Und später auch dann bei Backlash gab es das Last Man Standing Match, was dann in einem Double Fault passiert ist, also wo dann quasi beide gewonnen haben, also es waren unentschieden, aber Undertaker hat seinen Titel verteidigt. Daraufhin gab es zwei Wochen später dann ein Steel Cage Match, was dann letztendlich auch wieder in einem Unentschieden endete. Nach dem Match hat dann Edge den Money in the Bank Koffer eingelöst und hat dann den Undertaker den Titel abgenommen. Undertaker hat sich danach auch verletzt, also er war auch verletzt, deswegen musste er auch die Auszeit nehmen. Daraufhin hat er eine Fehde mit Edge gehabt letztendlich, was aber letztendlich auch nicht ganz ging, denn Edge hat sich auch verletzt und musste den Titel auch abgeben. Später wurde dann bei der Battle Royale der Great Khali World Champion, und bei Unforgiven 2007 gab es dann das Triple Threat Match zwischen Batista und Rey Mysterio, was dann Batista gewinnen konnte. Er wurde World Heavyweight Champion, bei No Mercy hat er dann das Punjabi Prison Match gewonnen. Bei Cyber Sunday gab es erneut die Fehde Undertaker gegen Batista, wo er dann bei Cyber Sunday sogar Undertaker clean besiegen konnte. Nein, ich will doch nicht die Submission zeigen. Oh Gott. Na gut. Ich will doch nicht die Batista-Bomb zeigen. Nein. Egal. Auf jeden Fall, daraufhin hat dann Batista dann ein Hell in a Cell Match gehabt gegen den Undertaker, was Batista erneut gewonnen hat, jedoch mit Eingriff von Edge beim Hell in a Cell Match. Bei Armageddon gab es dann ein Triple Threat Match zwischen Batista und Undertaker und Edge, was dann letztendlich Edge gewinnen konnte. Das Rematch ist nicht dazu gekommen, denn soweit ich das weiß, gab es eine Beat O'Clock Challenge und die haben sowohl Undertaker und Batista verloren. Und Rey Mysterio wurde dann letztendlich Number One Contender, der hat die Beat O'Clock Challenge letztendlich gewonnen. Hat er dann eine Fehde mit Umaga gehabt, die er auch gewonnen hat. Dann wurde er später zu beziehungsweise hat er erneut eine World Heavyweight Fehde mit Edge gehabt, die er verloren hat. Daraufhin gab es dann noch eine Fehde mit beziehungsweise es gab auch davor noch eine Fehde mit Shawn Michaels wegen Ric Flairs Rücktritt und so weiter und so fort, die Batista sogar in einem Stretcher Match gewinnen konnte bei One Night Stand. Und ja, genau. Anschließend gab es dann ein World Heavyweight Title Match zwischen Chris Jericho und Batista, was er bei Cyber Sunday gewinnen konnte, da Stone Cold Steve Austin Special Guest Referee war. Ein paar Tage später hat er dann wieder verloren. Daraufhin gab es dann eine Fehde mit Legacy, jedoch hat sich Batista wieder schwer verletzt und sollte eigentlich 6 bis 8 Monate ausfallen. Jedoch manchmal einfach Rückkampf, einfach aus Spaß. Jedoch hat er dann später. Ihr merkt schon, dass es teilweise schwierig ist, ein Match und dann Wrestler-Profil zu machen, aber ich probiere es einfach mal ein zweites Match zu machen. Werde ich jetzt nur hier in dem Fall mal machen. Einfach mal so. Weil ich einfach die Batista aber mal zeigen will. Das ist eigentlich der Grund. Und dann kehrt er dann wieder zurück. Hat er dann die Fehde mit Randy Orton fortgesetzt, also Legacy, war dann eben bei Backlash im Six-Man Tag Team Match dabei. Jedoch haben sie es verloren. Triple H ist dann später rausgeschrieben worden. Dann hat er bei Extreme Rules ein Match gegen Randy Orton um den WWE-Titel gehabt. Das hat Batista in einem Steel Cage Match gewonnen. Er musste aber den Titel einen Tag später wieder abgeben, weil er sich erneut verletzt hat. Daraufhin
hatte dann Batista wieder einen Return gemacht, hat dann gegen Randy Orton nochmal gewonnen, ist dann zu SmackDown gedraftet, hat dann mit Rey Mysterio ein Tag Team gebildet gegen Jerry Show, haben das Match aber nicht gewonnen. Dann gab es bei Bragging Rights ein Fatal 4 Match und den World Heavyweight Title mit Batista, CM Punk, Rey Mysterio und Batista, was der Undertaker natürlich verteidigen konnte. Später hat dann nach dem Match ist dann Batista gegen Rey Mysterio geturnt. You're supposed to be my friend. Gab es den Heel Turn. Daraufhin gab es dann die Fehde Rey Mysterio gegen Batista, was Batista sehr, sehr dominant bei der Survivor Series gewinnen konnte. Daraufhin gab es dann bei TLC ein Chairs Match gegen den Undertaker, was Batista verloren hat. Beziehungsweise er hat es gewonnen, jedoch hat er einen unfairen Move verwendet und daraufhin gab es dann erneut ein. Das Match wurde halt neu angesetzt und daraufhin hatte dann, ja, Batista dieses Match gewonnen. Und Batista-Bomb. Jawohl, da ist sie doch. So, genau. Und dann, Anfang 2010 ist er dann zu Raw gedraftet, hat er dann einen Fehler mit John Cena gehabt. Bei Elimination Chamber hat er sogar auch den WWE-Titel gewonnen, nachdem John Cena den Elimination Chamber gewonnen hat. Er hat von Sheamus den Titel abgenommen, daraufhin hat Vince McMahon gesagt, okay, es gibt noch ein Titelmatch. Batista hat dann den Titel gewonnen, bei WrestleMania gab es dann das Match Cena gegen Batista. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen, was mir gerade eben eingefallen ist. Was sehr, sehr Wichtiges. Und zwar gab es beim SummerSlam 2008, das habe ich vergessen tatsächlich, weil ich mich auf das Match zu sehr kurz verstehe, aber beim SummerSlam 2008 gab es das Match John Cena gegen Batista, was Batista gewonnen hat. John Cena hat sich bei diesem Match den Nacken gebrochen, kann man so viel, also den Nacken, nicht den Nacken verletzt, was dann auch hier in dieser Feder aufgegriffen wurde, dass gesagt hat, immer wenn wir im Ringstein Bad Things haben und letztes Mal, wo wir das Match hatten, habe ich dann mit Nacken gebrochen, wurde hier ein bisschen aufgegriffen. Daraufhin gab es bei WrestleMania 26 das Match, was John Cena gewinnen konnte. Danach gab es ein Rematch bei Extreme Rules, soweit ich das weiß, hatte das Match verloren im Last Man Standing Match. Daraufhin gab es dann bei Over the Limit ein I Quit Match, was Batista in Out verloren hat. Daraufhin bei der nächsten Raw hat er dann gesagt, er tritt zurück, wollte dann eine MMA-Karriere starten. Trainierte dann auch bei Cesar Gracie Jiu-Jitsu. Er hatte dann einen Kampf gemacht, hat ihn sogar gewonnen, jedoch hat er dann nicht mehr weitergemacht, weil irgendwas mit der Promotion Probleme gab. Dann ging er in die Schauspielerkarriere, hatte da ein paar Filme gemacht und so und so fort. Dann kehrte er 2014 bei der WWE zurück, sollte eigentlich als Überraschung zum Royal Rumble zurückkehren, jedoch hat die WWE voll bekannt gegeben, dass er zurückkehrt und so weiter und so fort. Und Batista kam dann rein, wurde sehr, sehr stark ausgebuht. Und ja, er kehrte erstmal bei der Rausgabe am 20. Januar zurück. Legt sich auch mit Alberto Del Rio an, weil Alberto Del Rio ein bisschen gegen Batista geshootet hat, über Twitter und so weiter und so fort. Er ging dann ins Royal Rumble Match, hat das Royal Rumble Match auch gewonnen zum zweiten Mal in seiner Karriere. Daraufhin gab es bei Elimination Chamber das Match zwischen Alberto Del Rio und Batista, was Batista ebenfalls gewinnen konnte. Bei WrestleMania 30 gab es dann das Triple Threat Match mit Randy Orton und Daniel Bryan. Batista war am Anfang als Face zurückgekommen, ist dann während, nach Elimination Chamber Heel geturnt. Und daraufhin gab es dann das Triple Threat Match bei WrestleMania 30 im Main Event, was Daniel Bryan letztlich gewonnen hat. Er hat Batista zum Tappen gebracht im Yes Lock. Danach gab es die Reunion von Evolution zusammen mit Orton und Triple H gegen The Shield. Haben diese Fehde verloren, sie haben bei Extreme Rules das Match verloren und bei Payback das Match verloren. Dann verließ er einen Tag später die WWE und hatte dann wieder mit Filmen beschäftigt, wie zum Beispiel Spectre und so weiter und so fort. Und seitdem ist er auch nicht mehr in der WWE zurückgekommen. Das ist die Karriere von Batista. Tut mir leid, dass ich die Karriere ein bisschen blöd erzählt habe teilweise, aber ihr merkt teilweise, warum ich nicht gerne zweite Matches mache, weil ich mich danach, nach dem Match, mich komplett auf die Karriere konzentrieren will und auch den Rest zu Ende sagen will. Und deshalb mache ich immer weiterhin ein Match. Und gerade die Erfahrung hat mir gezeigt, lieber mache ich nur ein Match. Genau. So, was kann man noch zu Batista sagen? Er ist ein ehemaliger Leibwächter und ja, also ein Leibwächter im Nachtclubs gewesen, wurde auch während dieser Zeit einmal zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er zwei Männer heftig verprügelt hatte, die auf seinen Kollegen losgegangen sind. Und er hat auch weitere Vorstrafen wegen Drogendelikts gehabt. Er hatte dann auch mal ein Tryout im WCW Powerplant gehabt, bekam aber eine Absage, da es im Wrestling zu nie was bringen wird. Ja. Falsch gedacht, ne? Er hat griechische und philippinische Wurzeln. Er war der erste Wrestler, der Triple H in einem Hell in a Cell besiegen konnte. Er hat den längsten World Heavyweight Title Run aller Zeiten. Jetzt kann ich mal ganz kurz gucken, wie lang der Title Run war. Das habe ich vergessen nachzugucken. Und was auch sehr, sehr kurios ist,
Er hat ja 2 Royal Rumbles gewonnen. Er hat bei beiden Royal Rumble mit der gleichen Nummer gewonnen. Mit der Nummer 28 hat er beide Royal Rumbles gewonnen, was, soweit ich weiß, der einzige ist, der es geschafft hat, wirklich bei beiden Royal Rumbles mit der gleichen Nummer eigentlich zu gewinnen, was eigentlich nicht häufig der Fall ist. Also normalerweise immer so, ja, mit Nummer 1 und mit Nummer 20 gewinnt man Rumble, aber mit der gleichen Nummer 28 zu gewinnen, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist, auf jeden Fall, dass sowas mal passiert ist. Und ja, wir gucken mal ganz kurz mit Batistas Titelrun. Batistas Titelrun ging 282 Tage. Kurze Information, Triple H's Titelrun ging 280 Tage. Also 2 Tage länger ging Triple H's Run. Man kann auch theoretisch sagen 285 Tage, weil mit WWE, also mit SmackDown getaped und so weiter und so fort. Das kann man auch ganz kurz erwähnen. Ja, wie gesagt, Royal Rumble mit der gleichen Nummer gewonnen. Titel, der gewonnen hat. 3-mal World Tag Team Champion, 2-mal mit Ric Flair, 1-mal mit John Cena, 1-mal WWE Tag Team Champion mit Rey Mysterio, 2-mal WWE Champion, 4-mal World Heavyweight Champion und Royal Rumble Sieger 2005 und 2014. Er hat natürlich auch Chancen, Triple Crown Champion zu werden. Und, nee, Grand Slam Champion kann er nicht werden, aber Triple Crown Champion, wenn er den Intercontinental gewinnt. Wenn er noch Grand Slam Champion werden möchte, dann muss er noch den United States Titel gewinnen. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Okay, das ist Batista, meine Meinung zu ihm. Ja, Batista, Bautista, gab es auch den Namen und so weiter und so fort. The Animal, The Animals Unleashed und so weiter und so fort. Und Batista war ja quasi nach seinem World Title Gewinn, er wollte ja auch, es ist ja so quasi WrestleMania 21, Salid WrestleMania, wo 2 Jungstars geboren wurden, mit John Cena und natürlich auch Batista. Was natürlich auch gestimmt hat, John Cena war ja dann Nummer 1 und Batista war quasi Nummer 2, oder man kann sagen, John Cena war das Face von Raw und Batista war jahrelang das Face von SmackDown. Was natürlich auch gestimmt hat. Viele fanden den Run von Batista nicht so geil, also war das Babyface langweilig und so weiter. Ich fand ihn cool. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es heute sehen würde. Wenn ich jetzt den Batista-Run sehen würde, würde ich es, glaube ich, negativ sehen. Wahrscheinlich, bin ich mir sogar fast sicher. Manche vergleichen den Run sogar mit Roman Reigns. Kann man machen, jedoch, da war ich, glaube ich, so ein bisschen Batista-Mark. Ich habe Batista damals sehr gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte Batista. Ich habe natürlich die Zeit 2005 bis 2007 jetzt nicht verfolgt. Also erst im Nachhinein natürlich. Aber da war ich auch in der Marktzeit und da habe ich es natürlich verfolgt und ich habe es gefeiert. Fand ich Batista immer cool. Also sein Face-Run fand ich cool. Ich mochte Batista. Gerade natürlich, wenn ich es im Nachhinein betrachte, würde ich natürlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, jetzt in meiner Perspektive würde ich Batista jetzt nicht mögen. Aber damals, bitte jetzt noch, würde ich persönlich sagen, mochte ich diesen Run. Kann ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch nicht, denke ich, auch nicht schlimm. Also ich denke mal, viele, ich könnte vielleicht auch behaupten, vielleicht finden jetzt viele den Roman Reigns Run geil. Würden es ein paar Jahre wieder sagen, aber würden vielleicht auch sagen, okay, wenn sie jetzt nochmal den Roman Reigns Run sehen würden, jetzt aus einer anderen Sicht, würden es vielleicht auch nicht feiern. Kann natürlich auch sein. Also, das ist, denke ich mal, anders. Und das ist so bei mir wie bei Batista. Würde ich sagen, ich mochte Batista, wie gesagt. Ich mag ihn immer noch, kann ich so viel sagen. Genau. Und dann 2009 ist er Heel geturnt und ist dann, glaube ich, richtig gut aufgegangen. Also als Heel war der großartig, hat richtig geile Promos gehalten. Muss man so viel sagen. Und war natürlich super. Also auch in-Ring-technisch war er am Anfang okay. Hat sich aber mit der Fehde des Undertakers, wo er auch viel gelernt hat, auf jeden Fall sich gebessert und wurde zu einem sehr guten, zu einem guten In-Ring-Worker, wo er gute Matches bestritten hat. Und so weiter und so fort. Wurde dann immer besser. Also so 2008 hat er sich immer mehr gebessert. Natürlich sein zweiter WWE-Run. Ja. Hat auch Batista selber gesagt, war natürlich ein Flop. Also, das hat Batista selber gesagt. Also. Und ist auch letztendlich nicht so verlaufen, wie er es wollte. Er hat ja gesagt, er wollte nicht als Babyface zurückkommen, er wollte als Heel zurückkommen. Er meinte auch, er sei der schlechteste Babyface ever. Er war sein richtig guter Heel. Was auch stimmt. Also, er war ein starker Heel und. Ja, das Problem war einfach, zu dieser Zeit, Batista war in der falschen Zeit am falschen Ort. Muss man einfach so sagen, weil Batista kam zurück, hat eigentlich nichts gebracht wirklich, kam Rumble, hat den Titel gewonnen. Und Daniel Bryan, der overste Guy von allen, war in dem Rumble-Match nicht drin. Normalerweise war es ja auch geplant, dass Batista den World Title im Main Event gewinnt, aber man wollte nicht den Main Event Randy Orton gegen Batista bringen. Und das hat man Daniel Bryan reingebracht und Orton letztendlich den Titel gewinnen lassen. Also es war eigentlich nur wegen den Fans, es war, sagen wir mal so, aus Versehen mit WWE. Also es hat die WWE nicht so geplant letztendlich. Was auch Batista selber auch gesagt hat. Er meinte auch, er würde auch zur WWE zurückkehren. Am liebsten House-Shows, hat er gesagt, House-Shows, weil er halt dann nicht mit den Bookings beschäftigen wurde, weil er meinte,
das Booking sei Bullshit. Das hat er so selber gesagt. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant, diese Aussage. Und er zeigt auch irgendwoher, dass Batista auch Ahnung hat vom Business. Dass er auch wusste, was er wollte und wusste auch, ja, dass er es jetzt nicht so egoistisch gemacht hat. Natürlich, er wollte, also, er wollte natürlich einen World-Title gewinnen. Er war ihm auch, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das im Vertrag stand, dass er einen WWE-Titel gewinnen soll. Das war immer Gerüchte und mittlerweile, glaube ich, immer noch, dass es ein Gerücht ist, aber ich denke mal, er wollte auch einen World-Title gewinnen. Und ich denke mal, es war auch geplant, dass er einen World-Title gewinnt. Letztendlich wurde es alles umgescriptet und wenn man sich überlegt, hat er, glaube ich, bei WrestleMania hat er die Niederlage eingesteckt, bei Extreme Rules hat er die Niederlage eingesteckt und dann nichts. Also er hat nur bei Royal Rumble hat das Rumble-Match gewonnen und bei Extreme Rules, bei Elimination Chamber das Match gewonnen, danach hat er verloren. Und ja, wurde halt unglücklich gebucht, sein Run war relativ kacke, muss man leider so sagen. Ist sehr, sehr schade für ihn natürlich, weil ich habe mich auf den Return gefreut, geil, Batista kommt zurück, aber der Run war nicht super. Als Schauspieler habe ich jetzt nicht viel gesehen, ich habe ein bisschen was gesehen, aber der macht wirklich einen guten Job. Also für die Schauspielerszene, also ich denke mal, Jonas kann es besser beurteilen als ich, aber Jonas hat mir auch so gesagt, dass er Batista einen guten Job macht. Er ist jetzt nicht der beste Schauspieler, aber macht einen guten Job, wie er schon gesagt hat. Und ja, ich sag mal so, wenn er zur WWE zurückkommt, wenn er noch gute In-Ring-Leistung zahlt, gerne, aber ich denke mal 47, da ist er schon am Ende der Karriere. Ich denke mal, es wird nichts mehr mit ihm, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, ich fand seinen Run, wie gesagt, gut. Er hatte einen guten Run gehabt, er wurde zum Topstar gemacht. Und auch einer der letzten Topstars, die jetzt wirklich gebaut wurden, natürlich. Dieser muss man abwarten mit Styles und Owens, die werden jetzt auch langsam aufgebaut und so weiter. Also man kann jetzt nicht sagen, die WWE baut momentan jetzt keine Stars auf, das machen sie jetzt aktuell, müssen sie auch, weil es geht nicht anders. Weil wegen Roster-Split muss man Leute aufbauen jetzt mittlerweile. Ja, genau. Soviel zu meiner Meinung. Wie gesagt, ich mag Batista, ich finde es schade, wie der zweite Run verlaufen ist, weil ihm es auch nicht so gepasst hat. Finde ich natürlich, wie gesagt, schade, aber so ist es halt. Es ist halt so passiert. Letztendlich, für Batista tut es mir irgendwann leid, dieser Run. Beziehungsweise, er hat auch nicht Schuld gehabt. Es war ja auch irgendwo das dumme Booking der WWE. Man hätte es eigentlich besser bringen sollen. Erstmal überrascht. Weil ich glaube, wenn man uns überrascht gebracht mit dem Batista-Return, wäre es viel, viel besser. Zweiter Fakt ist, wenn er vorher so angekündigt wurde, hätte er vielleicht ein paar Matches bestreiten. Warum? Er muss sich das verdienen, in Rumble-Match drin zu sein und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Rumble-Match rein und dann gewinnt er das. Das wäre vielleicht viel, viel besser. Also man hätte es besser booken können. Aber natürlich wäre logisch gewesen, wenn Daniel Bryan den Rumble gewonnen hätte. Das ist natürlich klar. Er ist letztendlich ins Match reingekommen, was mich auch gefreut hat. Und wie es letztendlich verlaufen ist, natürlich gut für die WWE gewesen letztendlich, weil sie sich noch gerettet haben. Für Batista natürlich nachhinein nicht so gut. Batista möchte ich auch ehrlich gesagt, also ich sag mal so, ich möchte ihn auch nicht mal als World Champion sehen. Also er hat jetzt schon 6 Titel gewonnen, er ist 6-time World Champion. Ich denke auch, er wird jetzt auch nicht mehr so aktiv in die WWE zurückkehren. Vielleicht mal ein One-Night-Only-Auftritt oder wie er es gerne will, House-Shows. Aber ich denke mal, so einen richtigen Run wird er auch nicht mehr machen. Er meint ja auch, er ist mit dem Booking von der WWE nicht ganz zufrieden, weil er halt nicht so wollte, wie es geplant hat. Er wollte als Heel zurückkehren, wurde als Babyface zurückgekehrt. Als Heel wäre es besser gegangen, also er hat letztendlich den Run als Batista und der wurde als Face komplett ausgebuht. Also wenn man sich überlegt hat, wie er beim Rumble gewonnen hat, der wurde übelst hart ausgebuht. Also richtig. Okay, es war natürlich auch noch Philly. Ich glaube, war das Philly, glaube ich? Ich glaube, es war Philly. Naja. Ist ziemlich hart, aber gut. So viel zu meiner Meinung. Ich habe mich ein bisschen ausführlicher über das Thema unterhalten. Einfach mal Batista, natürlich. Oder Batista gab es auch noch den Namen, weil er sich auch, ja, einen blauen Outfit hat und so das Wort, aber nun gut. Ist Batista überhaupt, ich glaube Batista, ist er überhaupt dieses Jahr im Spiel drinnen? Ich glaube nicht. Ich glaube 2K17 ist er nicht mehr drin. Glaube ich zumindest. Nee. Batista ist nicht in 2K17 drin. Logisch natürlich, klar. Aber nun gut. Das heißt, nächstes Jahr kommt kein Wrestler-Profi über Batista. Okay, natürlich. Generell die Leute, die ich jetzt schon besprochen habe, kommen ja nicht vor. Ist ja nicht mal klar. Und ja, in der nächsten Folge werden wir natürlich wieder um den nächsten Wrestler beschäftigen. Wer könnte es sein? Ich weiß es nicht. Er hatte schon mal mit Batista was zu tun gehabt, hat natürlich auch mit Batista einige Gemeinsamkeiten gehabt. Und so weiter und so fort. Hat viele Parallelen gehabt, wie WrestleMania 21 und so weiter und so fort. Habe ich nur in den Folgen öfters erwähnt. Ist der letzte aktive Wrestler, den ich quasi im Wrestler-Profil bespreche.
Wer könnte es sein? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich habe gerade nicht im Kopf. Aber, na gut, ich habe es jetzt so oft angeteased, jeder weiß, wen ich meine. Aber gut, den hören wir natürlich in der nächsten Ausgabe. Bis nächstes Mal, Leute. Haut rein und ciao. Schönen Tag noch.